Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Karriere mit dem BVB. Ich sehe gerade hier, ich wollte eigentlich das hier wegmachen, weil ich ja gerade wieder offline aufnehme. Oh, Spoiler, ich konnte gerade wieder wissen. Mal sehen, was hinterm Greenscreen ist. Ist zwar jetzt nicht sehr spannend, aber oh mein Gott. Ja, jedenfalls geht's jetzt hier weiter mit Arminia Bielefeld. Danach haben wir zu Hause ein Heimspiel gegen Hoffenheim und dann sehen wir bald schon, gegen wen wir im Achtelfinale der Champions League spielen werden. Die Auslosung ist in 2 Tagen, aber erstmal gibt es hier die Pflicht in Bielefeld. Bielefeld ist Zweitligist, also werden wir auch zu Hause mit unserer Heimtaktik spielen. Genau, ein bisschen rotieren kann man, wenn Dennis, Marcel Lüttger ist gerade am Spielen, dann sollte das auch. Gerne Pedro Padilla, Olaus Grinska, zack, zack, ja, ein bisschen kann man. Aber wie ich das schon häufig sage, diese Elf ist allemal, also sowas von allemal gut genug, um auf jeden Fall gegen Bielefeld zu gewinnen. Das ist ja klar, ne? Also guckt euch mal die Elf an. Die kann ein bisschen kann die zumindest was, ne? So, und außerdem muss man sagen, also irgendwie Mathys Tel besser als Mikhailo Mudryk, ne? Zumindest was jetzt. Nicht, was die Stärken angeht, da ist er natürlich auch super, aber Modric ist er noch besser. Aber wenn man sich anguckt, die Tore, Vorlagen von ihm, das ist dann schon noch besser auf jeden Fall, was er da fabriziert. So, ich werde ein bisschen nach rechts tun, weil da unten mal so ein bisschen wie Krissel, ne? Komisch, wenn hier alles so frei ist, ne? So. Dann schauen wir mal, ob das auch eine angenehme Sache hier wird oder ob Bielefeld jetzt ordentlich schlagen wird. Uedraogo direkt weiter auf Mathys Tel. Der spielt zurück auf Khadaschok und da haben wir auch schon das 1-0 nach 8 Minuten. Wieder in der Vorlage durch Mathys Tel. Aber auch schön zu sehen, dass Pavel Khadaschok hier ein schönes Tor macht. Da, wieder ein super Spiel von Uedraogo, super Pass. Tel behält die Übersicht, dreht sich. Tavares ist nicht nah genug am Mann und Khadaschok hat natürlich viel zu viel Platz. So, Köln, Schalke, Augsburg, Bayern, Hertha, Stuttgart. Komm, Augsburg. Ihr dürft ruhig gewinnen, ne? Oh, komm. Gönnt euch einen Sieg hier. Ausnahmsweise bin ich mal für euch hier, ne? Macht ein bisschen Gönjamin, so schön sagt. Aber das ist dann ja auch schon das Viertelfinale, ne? Ja, stimmt. Da wollen wir natürlich alles gewinnen jetzt in dieser Saison. Und ich habe ja gesagt, dass eigentlich in diesem Jahr die Club-WM ist, aber wenn ich das richtig gesehen habe, oh, Davis gut verteidigt, da ist noch Hack an die Latte. Die Club-WM ist, glaube ich, am Ende der nächsten Saison, ne? Ja gut, das macht ja nichts. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch eine Saison weiter. Es macht auf jeden Fall Bock, oder? Und ich versuche jetzt auch ein bisschen so hin und wieder offline aufzunehmen, wie jetzt gerade auch. Und dann schneide ich es halt immer so schön dazwischen alles. Weil wenn ich das so im Stream aufnehme, dann quatsche ich ja auch immer teilweise über andere Themen, die ich jetzt, auf die vielleicht jetzt nicht so kommen würde. Und wenn ich das immer so schneide dazwischen, dann, ja, kommt immer mitten im Gespräch wieder rein. Das ist ja auch immer blöd, ne? So, ist schon die 46. Minute. Ah, nicht gut gespielt von Nathan. Davis verteidigt eigentlich ganz gut. Ei, Nathan Patterson ist nicht wirklich zur Stelle. Und dann ist das 1-1 gefallen. Ja, Bielefeld wurde immer besser. Ach, mein Haar ist noch so richtig nass. Ich habe gerade noch gewaschen hier vor der Aufnahme. Och, Mann, das ist wirklich so typisch Pokal, ne? Komm an, Hello, mach das 2-1. Dann kann man wirklich entspannter hier reingehen. Und natürlich sind wir die bessere Mannschaft, aber das gerade war auch schlecht verteidigt. Er trifft die Latte, wie man auch hier gut lesen könnte. Konnte. Ich bin schon unzufrieden. Und natürlich wird auch wieder ein bisschen rausrotiert. Duncan kommt rein für Davis. Timber. Und dann wird hier gedreht. Mudryk für Mathys Tel. So. So Leute, jetzt aber bitte mal hier, ne? Das Spiel drehen. Und nicht zu lange warten, nicht zu spannend hier machen. Endrick, gut auf Uedraogo, der direkt weiter auf Hinweg. Mudryk war, glaube ich, im Abseits. Ja, dürfte Abseits gewesen sein. Trotzdem gut gesehen. Eigentlich schön gespielt. Ja, Tor bekannt. Schade, schade, schade. Ein tolles Zuspiel gewesen. So, Angelos auch platt. Oh, Patterson nicht verletzt. Nein. Das ist natürlich unnötig, ne? Du gehst nach rechts, Timber nach links, der legt in die Innenverteidigung. Ja, ist doch immer gut, wenn man so schön rotieren kann, ne?
Dann werden wir Mokoko mal rechts außen spielen lassen. Asan und Pavel können eigentlich weitermachen. Oder eher gesagt, müssen weitermachen, weil ich kann ja eh nur fünfmal wechseln. Leute, hallo, es steht immer noch 1-1. Jetzt mal bitte auch mal was machen, oder? Ist ein schwaches Auswärtsspiel, muss man sagen. Finnweg, ei. Ja gut, dann halt so. Alles klar. Why not? Das ist natürlich jetzt unglücklich, wenn die jetzt am Ende wirklich 1-2 verlieren sollten. Was machen die da? Nehme ich gerne an, aber was machen die da? Oh, hier steht es noch 1-1. Oh, jetzt, genau jetzt macht Bayern das 2-1. Mudrik ist wieder verletzt. Ja, ist das super. Hier fällt ein Tor. Oh, Bayrami, sehr gut. So, Kanzler. Achtung. Gut weggeköpft. Ball ist heiß. Ach. Machen wir mal hier ein Auswärtsspiel. So, etwas defensiver spielen. Aber trotzdem noch kontrollieren. Asan, sehr gut. Na, etwas zu wenig Wumms hinterm Ball, ne? Alte Bäume. Das hat wieder schlecht gemacht, ne? Zwei Minuten und... Aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Wir sind weiter 2-1 geworden. Super. Sind also im Halbfinale und gucken jetzt mal, was die Bayern gemacht haben. Die sind natürlich unser größter Konkurrent. Die sind rausgeflogen. Also Schalke, Augsburg oder die Hertha sind unsere Gegner im Halbfinale. Okay, das finde ich natürlich sehr, 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 sehr spannend. Das ist natürlich sehr spannend. 7 bis 8 Wochen. Ja, krass. Und wir sehen ja auch hier 6 bis 7 Wochen. Gut, also werden die eigentlich all die Spiele hier bis zur Länderspielpause, kann man sagen, fehlen. Ja. Na, wenn haben wir jetzt vor allem in der Defensive noch genug Ersatz, ne? Da ist das kein Problem. Und vorne ist Mathys Tel natürlich gut in Form. Ist halt nur bitter wegen den Spielen der Champions League, ne? So, jetzt gleich dürfte auch die Auslosung feststehen. Die ist ja direkt hier am 25. Ich glaube, am ersten Match spielen wir auch, wenn ich mich nicht täusche. Unser Gegner wird Juventus Turin sein. Okay, auswärts bei der alten Dame und dann zu Hause. Wer ist sonst noch dabei? Feyenoord. Ah ja, 2 holländische Teams im Achtelfinale. Das ist auf jeden Fall sicherlich nicht schlecht für die 5-Jahres-Wertung. Gut, jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Hoppe. Wo ich natürlich jetzt auch eigentlich nicht unbedingt mit der Top 11 spielen möchte, muss ich sagen. Olaus Grünke. Ah ja, gut, du bist jetzt erstmal natürlich nicht für die zweite Mannschaft spielen. Das ist jetzt blöd. Jetzt musst du halt raus. Nathan kann eh nicht spielen. Und dann haben wir noch Pedro und Robby. Pedro ist ja Innenverteidiger Nummer 4, Grinska Nummer 5. Die Bank ist ein bisschen klein geworden. Asan etwas am Schwächeln hier. Thomas Porati reintun? Nee, macht keinen Sinn. Aber ich glaube wirklich, Porati hat auch so mehr oder weniger sein Maximum erreicht, oder? Klar, Spiele in der ersten Mannschaft würden ihm besser tun. Tun wir hier mal rein noch. Lazarev, nee, Victor Sierra. Sierra könnte man noch hochtun, oder? Kann man auch immer noch ein bisschen schon. Bingitore. Krasser Spieler. Gut, jetzt wirst du noch nicht spielen können, aber danach sicherlich zumindest auf der Bank sein. So, dann beginnt auf jeden Fall Gio Weiner, genau. Finnweg als Vertikaler, wie siehst du da aus? Zu wenig Konzentration. Ja, nehmen wir schon Gio Reyna auf jeden Fall. Genau. Und auch gerne wieder mit dem guten Lotka im Tor. Trainer der Hoffenheimer ist Ronald Brunmeier. Okay. Wer kennt ihn nicht? Eintracht Frankfurt Co-Trainer, okay. Hat also schon eine Vergangenheit in Deutschland. Auch in echt, anscheinend.
Die Frankfurter werden jetzt alle sagen, wie kannst du ihn nicht kennen? Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber wir haben jetzt wirklich so kleine Verletzungssorgen. Zu einer Zeit, wo es jetzt nicht unbedingt toll ist. Champions League, dazwischen halt mal so ein Spiel gegen die Bayern. Ne? Och, wer kennt's nicht? Also so ein unbedeutendes Spiel gegen schwachen Gegner. Giovanna, das war, glaube ich, kein Abseits. Und wenn, dann sehr, sehr knapp. Nee, könnte zählen, das könnte zählen. Och, Mann, das war so schön gemacht von Rainer, ne? Also vor dem Spiel gegen die Bayern auf jeden Fall ein Sieg, ne? Super wichtig, damit es mindestens bei 6 Punkten Vorsprung bleibt. Vor der Partie. Weil je nachdem, wie das Hinspiel gegen Juve war, werden wir trotzdem schon vielleicht ein bisschen mehr rotieren müssen, ne? Tell, sehr schön auf Endrick. Endrick, 1-0 aus spitzem Winkel. Sehr schön verwandelt, muss man sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Auch toll gespielt natürlich. Vorlage durch Tell. Unfassbar, Matthias, ne? Und zack. Krass. Das war super gespielt. Gladbach führt bei den Bayern. Das wäre geil. Okay. Ja, ey. Ich sag gar nichts mehr. Garankuhl ist ja, glaube ich, der zu Newcastle wechselt, ne? Der Bruder von Alukuhl. Der mal eine Zeit lang bei den Stuttgartern gespielt hat, aber jetzt wieder in Australien ist, weil er sich nicht durchsetzen konnte. So, das wollte ich sagen. Timber jetzt schon platt. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann 2-0 würde helfen, um da ein bisschen mehr experimentieren zu können. Schön gespielt auf Hinweg. 2-0. Ein sehr ähnliches Tor, muss man sagen. Ne? Ich glaube, diesmal von Hadaschok gespielt. Ein langer Ball in die Tiefe. Auf Hinweg und auch nur spitzen Winkel, nicht ganz so spitz wie bei Matthäus Tell Tor. Aber trotzdem super gespielt. Wow. Schattenstürmer, ja, das ist halt schon wirklich eine Waffe, ne? Hadaschok wird nicht spielen. Ja, Timber war ja sehr platt, ne? Komm, dann gehst du mal rein. Kannst ruhig eine Halbzeit spielen. Pavel soll durchmachen, damit Jude und aber Assan kann ja reingenommen. Angelo rechts. Kann man ja gleich Mokoko eventuell reintun. Und ja, für Tell. Schauen wir mal. Und Davis muss ja eigentlich auch noch raus. Dann gehen wir mal ein bisschen hier runter mit dem ganzen Tempo, oder? Gerne auch Standards herausspielen. Rausholen, also. Ruhig. Ich muss mir vielleicht auch mal so eine Taktik auswählen. So Heimkräfte schon, Auswärtskräfte schon. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Damit man das nicht immer jetzt so schieben muss, die ganzen Regler, sondern direkt das eingestellt hat. De Ligt schön auf Tell. Und. Ah. War der geblockt? Wenn ja, verständlich, dass er so weit weggeht. Wenn nicht, dann komisch. Mokoko nach rechts und Findweg nach links. Als Flügelspieler. Dann nehmen wir noch Jude. Zack. Und dann passt er wieder. Und für Davis kommt einfach mal Saicedo als Linksverteidiger. Komm, scheiß drauf, ne? Wir führen hier 2-0, dominieren komplett, haben noch jetzt knapp 20 Minuten, also alles gut. Hendrik hat was abbekommen und will raus, aber geht nicht mehr, alle Wechsel sind durch. Das war wohl schon vor dem Wechsel von Saicedo. Mokoko 3-0. Schön. Er baut sein Torkonto weiter aus und damit ist natürlich auch das Spiel jetzt komplett entschieden. So. Auch eine gute Übersicht von Finnweg. Die Bayern verlieren ja wirklich. Komm, also gewinnen werden die auf jeden Fall nicht. Und Timo Werner verschießt sogar einen Elfmeter. Bleibt's dabei? Bleibt's. Und wieder Gladbach. Es ist unglaublich. Die Gladbacher sind einfach unfassbar. Und die gewinnen einfach wieder bei den Bayern. Also Gladbach ist einfach der der Angstgegner der Bayern. Das ist auch hier im FM so. Das ist unglaublich. 9 Punkte Vorsprung, ja. Also können wir sogar locker verlieren, hätten immer noch 6 Punkte Vorsprung. Super.
und noch 9 Spiele zu spielen, also 27 Punkte, die man holen kann. Perfekt. 1 bis 2 Tage verletzt, das ist nicht schlimm. Das heißt, er ist bald wieder fit. Und so. 3 bis 6 Wochen, 5 bis 8 Wochen, 6 Tage bis 3 Wochen, 6 Tage bis 2 Wochen. Ja, die alle werden etwas länger ausfallen, leider. So, Moises, dann haben wir hier Jude, der Licht. Der Licht spielt mit Robbie auf, in der Innenverteidigung. Dann haben wir Jurien, Alfonso, Dennis Simon im Tor. So, hier hätten wir alles. Rechts außen ist auch perfekt. Links außen Tell. Hier mal Giovanna rein. Gut, die Stammelf ist fast richtig, außer Robbie und Tell. Aber die beiden sind jetzt auch nicht so schlecht. Damit gehen wir jetzt in die Partie auswärts nach Turin. Ich mache erstmal die Auswärtstaktik, bevor ich das vergesse. Man sieht, eventuell wird Robbie nicht spielen können. Gio sollte eigentlich locker spielen können. So, let's go! Und wir sehen uns natürlich wieder nach einem kleinen Schnitt. So, da sind wir auch wieder. Padilla hat eine Krankheit. Ja, auf jeden Fall nach Hause schicken. Am Ende steckt er noch andere Leute an, ne? Sag ja, in der Innenverteidigung haben wir so viele Alternativen auf gut, sehr, sehr gutem Niveau, ne? Spiel des Monats ist Igli Scheib. Das ist doch schön. Auch aus der eigenen Jugend, ne? Den wollen wir ja zum Linksaußen machen. Ist ja ein Beid. Ist eigentlich ein guter, ne? Wenn man den noch entwickelt und ausleiht, vielleicht auch mal in die zweite Liga. Ne? Nur bei der dritten Liga ist auch ganz gut. Aus dem wird ein guter, bin ich mir sicher. Bestimmt auch kosovarischer Nationalspieler sein. Okay, ja gut, Robbie kann spielen, perfekt. Du musst raus. Dann wollen wir mal noch vielleicht hier und da ein paar Spieler loben. Dich machen wir noch zum Schattenstürmer. Also trainieren erst bei dir individuell, eher gesagt. Machen wir mal die Ausdauer, damit beides auf 16 geht. So, Jude loben, dich habe ich schon. Oder dich kann man nicht loben, wahrscheinlich habe ich sie schon gelobt. Matisse. Also er hat wirklich eine krasse Quote. International eigentlich auch ganz gut, ne? 7 Spiele, 6 Mal davon eingewechselt. 3 Vorlagen, also kann man nicht meckern. Ja, das ist auch okay, ne? Ausdauer, Einsatzfreude, ja. Matthijs de Ligt soll eigentlich den Ballspielenden trainieren. Warum auch immer, dass er das gerade nicht macht. Die Entscheidung noch auf 16 bringen, wenn möglich. Im Alter von 28 ist das nicht immer so einfach, ne? Ich bin immer wieder überrascht, wie krass einfach Hadaschuk ist. So, die anderen werde ich mal nicht loben, weil die meckern dann immer, wenn man die zu häufig lobt. Wenn die wirklich richtig gut trainiert haben, also ich glaube so ab Note 8,0 und besser, kann man die eigentlich jede Woche loben, aber schlechter nicht immer. So. Aber man muss sagen, Juve hat auf jeden Fall eine doppelt so große Bank. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne. Genau, ja, auf jeden Fall sehr viele. Mehr als 11 und wir haben da, glaube ich, 5 oder so, ne? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, also 7, okay. Ja, aber natürlich mit Grinska und Sierra eher so Ersatzspieler. Also Ergänzungsspieler, die jetzt eher nicht zum Einsatz kommen sollen. Außer das Spiel gibt es irgendwie her. So, die ersten Minuten sind wir auf jeden Fall dominant, was die Ballbesitzzeiten angeht. Und jetzt auch ein Highlight eventuell für uns. Oder Juve hat jetzt einen Kontakt, kann natürlich auch sein. Bremer. Zaniolo, Pavlovic, Strahinja wahrscheinlich, ne? Gut gespielt auf Federico Chiesa. Ricky, Robby kommt nicht hinterher und Juve führt direkt nach 15 Minuten. Mann! Eben diese Bälle will ich ja verhindern. Sag ich so. Davis auf Moises. Matthijs. Schön auf Rainer. In die Mitte. Mokuko ab. Ah, der war, glaube ich, im Schuss. Ich glaube, der war im Schuss im Abseits. Beim Schuss von Rainer war der, glaube ich, im Abseits. Na, bitte nicht. Komm. Ist das so gut? Ah, gegeben. Perfekt. Super.
Und wieder ein tolles Zuspiel von Tell auf Gio. Ja, der war nicht im Abseits. Verlommen, wenn die alleine war. Das schon. Mehr oder weniger auf einer identischen Linie. Super. Die Führung der Turiner direkt wieder egalisiert. Achtung, Leute, Achtung. Warte, ich mach mal hier zurückziehen. Nein, nicht das. Aber zurückziehen, nee, bin ich nicht immer so der Fan von. Aber wobei, eigentlich müssen wir auch nicht mehr in die Zweikämpfe gehen, weil das Spiel läuft ja eigentlich zu unseren Gunsten. Klar, wir haben ein Gegentor kassiert. Aber es hat da schon ein gutes Gefühl. Alfonso, sehr gut. Schnelle Bewegungen von ihm. Von sie. Schön auf Giovanni. Matthijs. Gut gespielt von Tell. Ich erwarte eigentlich schon, muss man sagen, hier einen Sieg. Also, guckt euch das mal an. Absolute Dominanz. Absolute Dominanz. Lukas oder Felix Metscher bei Porto, würde ich mal gleich mal gucken. Interessiert mich mal. Na komm. Lukas Metscher. Das ist ja gut. Also Leute, ne? Tipp von mir. Ihr seht, die Entwicklung scheint nicht schlecht zu sein. Gerne überlegen, ob ihr ihn haben wollt. So, nach 60 Minuten wechsle ich mal dreimal. Die Spieler sind ja wirklich konditionell schon ein bisschen platt natürlich. So, 60 Minuten sind gespielt. Timber ist ängstlich. Ja, aber wir können ihn nicht wirklich... Wir haben niemanden, den wir sonst nach rechts tun können, ne? Weil Delicht kann das ja auch, oder? Ja, ein bisschen. Duncan, ja, eher hier. Nehmen wir mal Assan für Jude. Ich finde Jude noch nicht so überragend aktuell, ne? In seinen Leistungen. Und dann mal hier tauschen. Endrick, den Sturm hat er zuletzt sehr gut gemacht. Ebenso Rüdiger. Ja. Doch, ich mache hier doch zurückziehen. Komm schon. Ich sehe, wir haben den Ball gewonnen, ne? Und wieder verloren. Ah, wir kämpfen. Aber Juve bleibt am Ball. Ronny Bacci, aber das war sehr schlecht gedribbelt. Das ist kein Problem für Saicedo, den sich zurück zu snacken. Snackety Snack zu machen. Timber, Mukoko. Und Gelb-Rot für Chiesa. Ja, gut, dann. Hey, jetzt müssen wir das Spiel dominieren. Jetzt müssen wir es dominieren. So, der Licht nach rechts. Grinka in die Mitte. Und hat das Jog für Saicedo. Und wir spielen jetzt mit unserer Heimtaktik. Wir sind so gut. Wir müssen das einfach versuchen, jetzt zu gewinnen. Wir sind auch so Dominanten. Aber jetzt mit einem Mann mehr. Über 20 Minuten lang. Holt euch einen Sieg, dann haben wir so eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel, ne? Sind wir bei unserer Stärke vor allen Dingen zu Hause eigentlich schon mit einem Bein im Viertelfinale. Kommt, Leute. Klar, Juve will jetzt natürlich mauern. 90. Minute. Highlight für uns. Gut gespielt eigentlich. Aber Bianco gewinnt gegen Mukoko. De Ligt. Mukoko. Assan. Eieiei. Ich werde jetzt aber nicht natürlich mit einer Brechstange nach vorne spielen. Scheint am Ende ein 1:1 zu werden. Ja, gut. Wir konnten das Spiel nicht gewinnen, aber waren sowas von dominant. Auch vor der Gelb-Roten. Sowas von dominant. Das war schon ein richtig, richtig gutes Spiel von uns. Mal gucken, aber Man of the Match. Super. Und das Spiel gegen die Bayern, meine lieben Zuschauer, gibt es dann morgen am Mittwoch. Ne? Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, tschüss. Euer Dentüchen.